Ich bin immer noch schwanger, falls ihr da Fragen habt. Was geht ab? Ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Was ist mit mir? Ich bin aus der Puste. Because ich bin immer noch schwanger. Falls ihr da Fragen habt. Wir sind immer noch am Start. Gut, das Video kommt erst am Sonntag online. Mal sehen. Ja, ich dachte, ich fange heute schon an zu vloggen. Wir haben es heute Donnerstag, den 4. März. Es steht jetzt nichts Großartiges an. Es ist auch jetzt nicht Großartiges geplant, aber ich dachte, ich nehme die Kamera einfach mal mit durch meinen Alltag. Die Kinder sind daheim geblieben. Irgendwie ist es so grell, oder? Die Kinder sind auf jeden Fall zu Hause geblieben. Schon seit einer Woche, also seit Montag gehen die nicht in den Kindergarten, weil sie ein bisschen erkältet sind. Da möchte ich lieber, dass die daheim bleiben. Und ich habe auch schon beim Kinderarzt angerufen. Ich versuche immer, bis so weit wie möglich hinaus zu zögern mit Kinderarzt. Und erstmal probiere ich immer zu Hause rum, was wir so da haben. Ja, ich habe mal so einen Husten- und Bronchialtee gekauft von DM. Und wir haben noch so ein kleines Fläschchen, das ist so ein Hustentropf, also es ist so irgendwas mit Husten. Das sind Tropfen zum Einnehmen. Die habe ich auch Zane gegeben, weil er hustet sehr stark, aber es hat jetzt nichts geholfen. Und deswegen dachte ich, gut, dann gehen wir heute zum Kinderarzt und lassen das nochmal abchecken, was das sein könnte. Und ja, deswegen, wir haben einen Termin um 11:30, also in einer Stunde ungefähr. Die Kinder sind gerade im Kinderzimmer beschäftigt und ich habe jetzt gerade unser Frühstückstisch aufgeräumt. Werde jetzt Wohnzimmer aufräumen, schnell staubsaugen und dann mache ich die beiden fertig und dann gehen wir auch schnell los zum Arzt. Und ich hoffe, ja, dass die so schnell wie möglich wieder gesund werden. Morgen habe ich nämlich einen Frauenarzttermin. Zane, räumt ihr auf oder? Ja, da wird jetzt nochmal geschaut, ob das Baby jetzt richtig im Becken liegt. Ich hoffe es. Ich habe wirklich keine Lust auf eine Einleitung. Ich trinke auch ganz brav meinen Himbeerblättertee. Eine Tasse pro Tag. Habe Datteln hier, alles. Also ich versuche schon ein bisschen sie anzufeuern. So go girl, komm früh, ja. Also komm pünktlich. Und ja, damit ich nicht eingeleitet werden muss, habe ich das im letzten Vlog erzählt, ich glaube schon, wegen der Plazenta, genau. Wegen der Plazenta wird sie wahrscheinlich eingeleitet. Ich muss aber auch nochmal bei meinem Belegarzt anrufen und nachfragen, wie er sich das vorstellt, beziehungsweise wie es weitergeht. Morgen habe ich Termin bei meiner ganz normalen Frauenärztin. Ich tue jetzt hier schnell staubsaugen und dann, Leute, ich habe es immer noch nicht geschafft, muss ich die Babywäsche waschen. Also alles, was ich fürs Baby gekauft habe, muss ich auch noch waschen. Ich bin so mega spät dran. Aber ich dachte, ich kaufe auch noch mehr und wollte halt abwarten, bis alles da ist. Aber ich fange lieber jetzt schon mal an, ein bisschen zu waschen. Vor allem die Klinik-Sachen, also ihr erstes Outfit, wenn wir halt heimfahren sozusagen, muss ich waschen, das ist weiß. Und dann hoffe ich, habe ich noch andere weiße Sachen. Dann wasche ich die alles mit Babyspülmittel. Babywaschmittel. Spülmittel. Genau, let's go! Ich habe gesagt, ihr sollt aufräumen sehen, damit wir los können. Dann gehen wir jetzt los. Ja! Okay. Los, 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 los. Ja. Willst du in den Kinderwagen? Machst du ja Tee? Nein. Nun, Jo? Nein. Nun? Ich bin wieder daheim.
Wir waren ja gerade beim Kinderarzt und ja, die Kinder wurden abgehört. Sie haben gemeint, es ist eigentlich alles in Ordnung. Aber wir haben trotzdem mal Hustensaft aufgeschrieben bekommen. Hustensaft und Nasentropfen. Na, mal sehen, ob das jetzt besser wird. Inaha ist jetzt da, für die, die sie nicht kennen. Sie hilft mir so vor allem auf Instagram bei meinem Content kreieren. Also Fotos schießen und so. Und ich habe eine Bestellung von Shein bekommen. Ja, aber ich passe da gar nicht rein mit dem Babybauch. Deswegen dachte ich mir, vielleicht hilft sie mir und sie zieht die an. Und ihr könnt es dann bei ihr sehen, wie die Sachen aussehen. Weil sonst ist es ja alles ein bisschen unförmig mit dem Bauch. Und das machen wir jetzt. Ich zeige euch jetzt einfach ganz schnell, was ich da so bestellt habe. Und ihr könnt, schau mal, ich schreibe das euch auch hier unten hin. Mit meinem Code MIRALIMA20 könnt ihr ab einem Bestellwert von 30 Euro 10% sparen und ab einem Bestellwert von 50 Euro 20% sparen. Das meiste ist Homeware, also so Loungeware zum Chillen daheim. Deswegen habe ich auch schon das erste Teil an und das passt mir ja. Und der Bauch passt da auch noch rein. Und zwar ist es dieser Jogger in Braun. Ich habe den ja schon auch in Grün. Der ist so, so gemütlich, dass ich mir den einfach nochmal bestellt habe. Und zwar diesmal im Braun, in diesem schönen braunen Ton. Passt perfekt zu unserem Hintergrund, ne? Also zu unserer Wand. Habt ihr eigentlich bemerkt, das ist in der Küche, haben wir jetzt gestrichen. Das wollte ich unbedingt haben. Einmal dieser Jogger hier. Genau. Und ich liebe das, weil unten hat er richtig viel Platz. Da unten. Richtig schön gemütlich. Genau, und der ist sehr, sehr weich drinnen. Das gefällt mir noch mehr. Also ich liebe es, es ist einfach so weich. Inaha, komm, wir fangen an. Jetzt darf Inaha den Rest anprobieren und euch vorstellen. Das ist auch lustig. So, wir präsentieren euch das erste gute Stück hier. Einmal dieses, hey, mir gefällt das voll. Dabei sehe ich es ja bei dir auch nicht bei mir, gell? Aber das sieht schön aus. Was meinst du? Das ist locker. Er ist echt schön locker. Ja. So lässig. So zum Chillen, gell? Ja. Und als nächstes das. Also ich wusste nicht, dass es bauchfrei ist. Und diese schöne Hose dazu. Dreh dich mal. Voll schön. Das macht so eine schöne Figur. Und die Sonnenbrille auch. Okay. Das ist das nächste Outfit. Dazu muss ich sagen, ich habe es wegen der Hose gewählt. Und das Oberteil würde ich jetzt nicht anziehen. Vor allem nicht draußen. Aber Inaha, zieht's an. So, als nächstes dann dieses graue Loungewear-Jogger. Es hat sogar eine Kapuze und so schaut es jetzt aus. Das ist auch voll cool zum Chillen. Das ist echt schön. Ja, voll die schöne Farbe auch. Ist es weich? Mhm. Next. Und noch einmal in schwarz ein. Ja, ich habe ja gesagt, es ist alles zum Chillen eher. Und auch ziemlich locker und fluffig. Ich liebe solche Sachen, deswegen habe ich tausende von denen bestellt. Ja, sind aber richtig schön. Aber nach der Schwangerschaft bestelle ich schon wieder normale Sachen. Und als nächstes dieses braune Set. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Klar, habe ich auch ausgewählt. Ja. Nein, aber das ist voll schön. Auch die Farbe, das steht dir voll. Dreh dich mal um. Wow, I like. Schwarz, wenn es bei mir komisch ausschaut, dann kannst du es gerne behalten. Aber das ist echt eine schöne Farbe. Ich liebe sowieso solche Brauntöne. Schaut mal das an. Das ist aber halt richtig oversized. Aber ich glaube, das ist dir nur zu groß, weil ich halt ein bisschen kräftiger natürlich anziehe. Gell? Also ihr werdet es bei mir das... Ihr werdet es bei mir nochmal sehen. Also nee, aber es sieht cool aus, auch so oversized. Das gefällt mir voll. Und unten ist so voll der Schlag. Dreh dich mal um. Wow. Mit Taschen. Mit Taschen. Noch einen grauen Jumper zum Chillen zu Hause. Also damit will ich nicht rausgehen, aber du könntest so eigentlich damit rausgehen. Ja? Ja, sie hat auch voll die schöne Figur. Dreh dich mal. Schaut's. Oh mein Gott. Ich schwör. Ich bin gespannt, wie ich nach der Schwangerschaft ausschaue. Aber das ist voll schön. Boah, das gefällt mir. Oh, dann habe ich noch hier diesen Jogger ausgewählt. Ich finde den Kragen schön. Weil der ist schön. Er ist einfach schön. In weiß oder was ist das für eine Farbe? So ein Tick, so ein leichter Gelbstich ist das. Ja, aber das finde ich richtig schön. Und die Taschen sind groß. Mhm. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn man die Taschen so viel, so zick, zick sieht. Aber irgendwie sieht das ganz gut aus. Dreh dich mal um. Du warst so, hä? Ja. Genau.
Hallo. Super, people. Wir haben es jetzt mittlerweile Samstag, den 6. März. Und ich habe gestern und vorgestern nicht mehr weitergefilmt, also vor allem vorgestern. Hinaha war ja bei uns und wir haben ja den Haul abgedreht, wo ihr bei ihr sehen konntet, wie die Klamotten von Shein ausschauen. Und ich wollte euch dann noch was zeigen und zwar habe ich noch diese Tasche bekommen, also durfte ich mir noch aussuchen. Finde ich richtig schön, die hat auch noch so eine lange, so einen längeren Henkel. Und noch diese Eier, genau hier. Und diese schönen Brillen noch. Haben wir nämlich vergessen. Moment, ich muss euch irgendwo abstellen. Schaut, einmal die Brille. Und die hier. Ich hatte schon mal so eine, sogar ein bisschen dünner, von Asos gehabt. Und dann wieder hat die kaputt gemacht. Jetzt habe ich wieder eine neue. Ich liebe Brillen. Oh, gut. Ja, das kriegt ihr alles bei Shein. Und mit meinem Code könnt ihr natürlich sparen. Und zwar Miralima20 ab einem Einkaufswert von 29 Euro sind 10% und ab einen Einkaufswert von, ja, das ist fürs Baby, 50 Euro kriegt ihr 20% Rabatt drauf. Und wie geil ist denn diese Tasche? Die gefällt mir richtig gut. Genau, und dann wollte ich euch noch zeigen, was willst du denn? Ui, wo gehen alle? Orange? Ja. Willst du eine Orange? Moment, schneid ihr schnell eine Orange und dann zeige ich euch, was ich schon fürs Baby alles habe. Ist gar nicht so viel. Das ist richtig cool. Das ist also richtig krass. Ich habe eigentlich fast gar nicht so viel gekauft. Ja, weil Nabila noch so klein ist und wir vieles von ihr hernehmen werden. So, I'm back on track. Auf jeden Fall für die Kleine habe ich bis jetzt noch nicht so viel, weil ich muss noch auch Nabilas alte Sachen durchschauen, welche wir fürs Baby einfach hernehmen können. Die sind ja eigentlich gar nicht so weit auseinander, okay, fast 2 Jahre. Irgendwie habe ich halt trotzdem noch so ein paar Zeugs, die ich dann halt für die Kleine dann hernehmen kann. Und ansonsten, wenn sie dann kommt und ich mir dann auffällt, okay, das und das fehlt, kann ich ja immer noch bestellen. Obwohl ich sogar gehört habe, dass Einzelhandel vielleicht demnächst auch öffnen werden wieder. Deswegen mal sehen. So eine Hose von Zara, die ist richtig schön. Die Farbe hat mir da voll gefallen. Dazu gibt es auch noch ein Oberteil. Eigentlich finde ich bei Babys alles schöner, was halt so eher Strampler, Overalls sind statt so. Aber irgendwie hat es mir so gefallen, dass ich gedacht habe, komm, ich nehme das. Das ist eh Größe 68, also 3 bis 6 Monate. Wir wissen ja, Zara fällt etwas kleiner aus, deswegen, ja, mal sehen. Das habe ich euch ja schon gezeigt im Klinikpack. Video, Kliniktaschenpack-Video. Und zwar wird das erste Outfit sein, was sie dann bekommt. Ich muss die Sachen, by the way, alle noch waschen. Ich habe das noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt gleich dann machen oder morgen. Eigentlich am besten jetzt gleich dann, ne? Und dann einmal diese Hose hier mit Koalas drauf. Die habe ich von H&M. Söckchen. Hier, das haben wir auch von H&M. Born 2021. Ich habe leider nie für Zayn und Nabila solche Oberteile gekauft. Bereue ich ein bisschen. Wäre voll cool. Dann kaufe ich auch ab und zu bei DM, wenn ich irgendwas Schönes finde. Die haben immer so schöne Stricksachen, finde ich. Dann habe ich diese Strickjäckchen gekauft. Dann H&M habe ich diese Mütze bestellt. Ja, ist eher so nur so fürs Fotoschießen oder so, weil die hat hier so Kaninchenohren. Mal sehen. Socken. Dann gab es eine Mütze zu dem einen mit dem Koala. Da sind auch Koalas drauf. Fand ich richtig süß. Diese Strickjacke von Zara. Auch in weiß. Und dazu gibt es noch die passende Hose. Voll süß. In der Größe 62. Also gleich von Geburt an. Weil wie gesagt, Zara fällt ja kleiner aus. Freue mich schon. Das wird bestimmt voll ein süßes Set sein, wenn die es dann anhat. Dann habe ich so diese Mützen gekauft, kennt ihr die? Die so ausschauen wie so Hauben. Die gibt es ja auch im Krankenhaus. Fand ich schön und die waren auch günstig. Ich habe meistens Sachen im Sale gekauft. Deswegen aber, da steht leider nicht der Sale-Preis. Dann so einen schönen Overall. Auch von Zara. Also ihr seht, bei mir sind es mehr Zara-Sachen. Also meine Kinder tragen auch mehr Zara. Ich weiß nicht, ich finde Zara einfach, hat immer so also schöne Sachen. Wisst ihr was? Mein H&M zwar auch, aber H&M ist so ein bisschen basic als Zara. Keine Ahnung, mir gefallen einfach die Sachen von Zara mehr. Ich schaue da meistens eher rein und danach in H&M. Ja.
Dann habe ich einmal von Tom und Jerry hier so ein Schlafoverall ohne Füßchen. Das habe ich von Reserved sogar. Das kam so zufällig als Werbung. Dann dachte ich mir, cool, finde ich richtig schön und süß. Und das kaufe ich ihr dann. Aber das schaut schon aus wie für 6 Monate. Ja, 3 bis 6 Monate. Mal sehen, wie Reserved ausfällt. Da habe ich noch nie für Babys gekauft. Wir sehen schon, aber für Babys noch nicht. Hier eine Bluse ab 4 bis 6 Monate, Größe 68. Dazu gibt es auch noch die passende Hose. Und dieses Set hat Nabila auch. Da können die als Zwillinge durchgehen. Fand ich süß. Und musste einfach zuschlagen. Dann diese Hose hier. Jetzt nichts Besonderes. Die war im Sale, deswegen habe ich dazu geschlagen bei Zara. Dann dieses Set hier. Das hat Nabila auch. Mit Mütze. Und hier diese Hose dazu, in der Rostfarbe, finde ich sehr schön. Natürlich finde ich es schön, sonst hätte ich es nicht gekauft. Also ich finde alles sehr schön. Als nächstes so ein Set. Ich glaube, dazu gibt es auch die Hose. Genau hier. Die kosten nur 10 Euro in H&M. Deswegen habe ich da zugeschlagen. Diese schöne Overall, Strick Overall aus DM. Habe ich auch einfach mal mitgenommen, als ich dort einkaufen war. Fand ich auch sehr schön. Das hier. Größe 74, also etwas später dann. Nabila hat auch so fast so ein ähnliches Oberteil. Ich finde das jetzt eigentlich gar nichts Besonderes. Ich weiß gar nicht, warum ich es behalten habe. Das ist jetzt von Reserve. Aber ja, jetzt ist es da. Dieses Oberteil, auch von Zara. Wegen dem habe ich diese Hose hier gekauft. Stimmt. Ich habe mich schon gefragt, warum habe ich einfach diese Hose? Die hier wollte ich halt zusammen kombinieren. Größe 68. Dann für den Sommer habe ich so einen Hut gekauft. Willa hat den auch. So eine Hose und hier noch so eins. Also ich glaube, das ist auch fürs Baby aber ein bisschen zu lang. Warum habe ich das so groß bestellt? Wahrscheinlich war es im Sale. Das war's eigentlich. Also fast nichts, ne? Ich muss noch ein paar Bodies bestellen. Beziehungsweise ich schaue jetzt erstmal, was Nabila noch so da hat, als sie noch ein Baby war. Und dann muss ich noch ein paar Bodies bestellen. Wie gesagt, gestern hatte ich einen Frauenarzttermin. Ja, dem Baby geht's gut. Leider immer noch nicht im Becken gescheit. Also mal sehen, wann sie kommt, wie die Geburt ablaufen wird. Ich lese so oft eure Kommentare, wo ihr mir schreibt, ihr wünscht mir eine angenehme Geburt und so. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der an uns denkt. Und ich hoffe auch, dass es eine etwas leichtere Geburt wird als die von Nabila. Am besten diese Traumgeburt von Zane. Einfach Fruchtblase platzt. Dann kamen die Wehen. Und dann kam er eigentlich auch dann schon bald. Bei Nabila musste ich eingeleitet werden. Das habe ich schon tausendmal erzählt. Ja. Naja. Kann man nicht ändern. Letztendlich, ob sie will oder nicht, muss sie. Ob sie will oder nicht, kommen muss sie sowieso. Heute werde ich mir wahrscheinlich ein warmes Bad gönnen. Und schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ihr einen Geburtsbericht oder einen Geburtsvlog haben wollt. Geburtsvlog bin ich mir noch nicht sicher. Aber einen Geburtsbericht, schreibt es mir rein. Oder schreibt mir einfach mal rein, was ihr überhaupt sehen wollt. Jetzt dreht sich halt ein bisschen mehr über die Schwangerschaft und so alles, weil das gerade aktuell ist. Aber die ist ja jetzt auch dann bald vorbei. Und dann werden wir mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann demnächst in einem Video oder in einem Vlog und gleich mit Baby Nummer 3. Ciao! Ace, bring the beat.